Man wollte das einfach, dass es in die Vergessenheit gerät. Eine Wahrheit, von der sie nicht wollten, dass du sie jetzt entdeckst. Herzlich willkommen beim Lügenbrecher in der Reihe Unerzählt. Wir haben jetzt eine Zeitleiste, einen Peak überschritten. Und zwar, ich zeige hier nochmal kurz die Zeitleiste. Es gab eine Zeit, ja, die könnte man zu einem lichten Zeitalter nennen. Und zwar, wo wirklich diese Erleuchtung des Evangeliums von Europa in die ganze Welt, kann man schon sagen, hineindrang. Aber vornehmlich durch dieses kraftvolle Evangelium, dadurch, dass die Gesellschaft durchtränkt war vom Glauben an Gott und Regierung und Kirche sich unter Jesus Christus untergeordnet hat, gab es wirklich einen Boom in der Gesellschaft. Aber dann hatten wir jetzt die letzten Male diesen Eiterpickel, so nenne ich den, oder man kann es auch Geschwür nennen, was sich immer mehr aufgestaut hat und dann in der Reformation geplatzt ist und dann... Man könnte sagen, das Krebsgeschwür hat Metastasen bekommen, aber gleichzeitig hat Gott natürlich etwas ganz Wichtiges und ganz Wertvolles getan. Eine Sache zum Beispiel ist, dass mit der Entdeckung der verschiedenen Kontinente das Evangelium noch mal viel weiter in die Welt hineingekommen ist. Teils auch durch Kolonialisierung. Man muss immer sagen, wenn ein neuer Kontinent entdeckt worden ist, sind immer zwei Mächte hineingekommen. Eine Macht ist der Mammon, der jetzt mehr und mehr die Welt übernommen hat. Aber der andere Teil waren Missionare, die dieses Land ja, für Jesus gewonnen haben. Und Christen, die aus Europa geflohen sind, weil dort eben nach der Reformation so viel, also ein Krieg nach dem anderen entstanden ist. Mit der, ich habe die Reformation mal umgenannt in Zersplitterung der Kirche, denn damit hat es dann geendet und dann auch richtig angefangen. Angefangen fängt es immer mit Sünde, aber diese Zersplitterung war eine sehr offensichtliche, riesige Umwälzung der ganzen Welt. Weil Europa war ja die Wiege der Zivilisation und als die dann wirklich zersplittert worden ist, da kann man nicht anders sagen, das ist wirklich eine, ja, das ist eine Verirrung und eine Verdunklung, die sich bis heute in die ganze Welt verbreitet hat. Man könnte rennen, das ist so wie so ein Wettrennen. Also auf der einen Seite immer diese Missionare, die Christen, die dann geflohen sind und ihren Glauben im Land dann so richtig ausleben konnten. Und auf der anderen Seite dieser Mammon und dieser Stolz und diese Gottlosigkeit, die ja in dem Land dann wirklich so parallel, wie Jesus das so schön im Gleichnis gesehen hat, Unkraut und Weizen nebeneinander wächst, bis es am Ende das Unkraut ausgerupft wird und der Weizen dann für Jesus geerntet wird. Wir haben uns etwas länger bei dieser Reformation Zersplitterung aufgehalten, weil es notwendig war, das alte Bild, was wir so gelehrt bekommen von der Reformation, dass es eigentlich gut war und dass die Kirche so ganz schlimm war und die waren ja nur auf Profit und Politik bedacht, was wir jetzt mittlerweile gemerkt haben, was so nicht der Wahrheit entspricht. Es ist ein Teil, ja, ein Teil Wahrheit drin, aber mit ganz viel Gift. Und deswegen haben wir uns mehr damit auseinandergesetzt, warum Luther das gemacht hat, dass er eine gequälte Seele war, die sich da selbst befreien wollte. Und ich möchte heute das Video, wir kommen heute, ja, ich würde für meinem Herzen ein sehr persönliches Video, weil ich sehr betroffen bin von der Zeit oder der Konsequenz, die wir heute besprechen. Das Bild, was ich euch mitgebracht habe, wird einiges dazu sagen, aber ich, ja... Ich war selten beim Studium so bestürzt, habe viel geträumt, war erschrocken und total verwirrt, dass ich das nicht vorher wusste. Ähnlich ging es mir ja auch mit der Verfolgung ganz am Anfang, diesem blutigen Anfang. Aber da wusste ich wenigstens, ja, es gab da eine Christenverfolgung. Nur das Ausmaß war mir nicht bewusst. Aber das, was heute in diesem Video, was ich euch mitgebe, wusste ich so nicht. Ich will mit einem Zitat beginnen von Dietrich Bonhoeffer und man möchte meinen, dass eigentlich in dieser Zeit jetzt gerade das Dritte Reich, das Christentum doch noch ganz feurig war und
heute mittlerweile dann lauwarm geworden ist. Aber dieses Zitat belehrt uns eines Besseren. Und wir werden sehen nach dem Zitat, dass dieser Zerfall tatsächlich mit der Zersplitterung, sprich Reformation, richtig angefangen hat. Also schon lange am Wirken ist. Der falsche und böse Sauerteig. Und das Zitat geht wie folgt. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Billige Gnade ist Gnade als Schleuderware. Verschleuderung der Vergebung, der Tröstung, der Sakramente. Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen ohne Reue und ohne Erneuerung des Lebens ausgeteilt wird. Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Der Wesensunterschied zur teuren Gnade liegt aber darin, dass die billige Gnade Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders ist. Und genau das ist der Punkt. Sünde ist heute eigentlich selbst in sehr feurigen, ja, ich sag mal so ernsthaften Gemeinden kaum mehr ein Thema. Worum gehen die Predigten? Um Vertraue auf Gott. Gott hat das Beste für dich. Er hat alles vollbracht am Kreuz. Und wenn du nur auf Anzeichen von leichten Schuldgefühlen hast, wird dir es direkt genommen, weil du bist ja so geliebt, wie du bist. Ein dicker Spruch, den ich damals mal für an einer Jugend immer wieder auf den T-Shirts gesehen habe, ist: Der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen ist, dass dem Christen vergeben ist. Das ist die Frucht, die extreme Version der billigen Gnade. Und die hat, das haben wir die letzten Videos behandelt, mit Luthers Theologie angefangen. Der behauptete, weil er so eine gequälte Seele war, die eigentlich aus einem tiefen Stolz, könnte man schon sagen, hervorspringt, ja, gesagt hat, also der Mensch hat sowieso keinen freien Willen, er ist sowieso ein Knecht seiner Sünde, deswegen ist allein die Gnade, allein der Glaube, ohne Werke, ohne Dazutun der Kirche genug. Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht, was heute das Thema ist, was damit begonnen hat. Ist ein furchterregendes Bild, aber ich habe euch ja schon gesagt, es ist furchterregend, was wir heute entdecken werden. Es ist ein Mann, der repräsentiert den Mammon. Denn da, wo das Christentum damals das Herzstück der Nation und der Regierung war, wo die Kirche verboten hat, Zinsen zu nehmen, weil es zu Wucherei und Habgier und Völlerei führt. Da, wo die Kirche aufgepasst hat, dass der Kaiser nicht die Ordnungen Gottes durchbricht und vice versa, die Regierung aufgepasst hat, dass der Papst wirklich in der Heiligung bleibt, ist mit Luther die ganze Sache ja per se ist vom Tisch, weil die Kirche durfte jetzt absolut nichts mehr, immer weniger mit der Politik und mit dem Staat zu tun haben. Es wurde sogar heute, wird es dann ganz groß gehangen, dass ja nicht die Kirche etwas mit der Politik zu tun haben darf. Natürlich dürfen sich Politiker bekehren, aber die Politik darf ja bloß kein Gottesstaat mehr werden. Also so weit ist es ja schon in unsere Theologie hineingekommen. Aber was damit ja dann reingekommen ist, wo Tür und Angel offen ist, man spricht heute von den alten Göttern, aber die Wurzel dieser alten Götter ist Stolz und Habgier. Denn das war ja die Sünde von Eva, ne? Diese Habgier, oh, mir genügen nicht diese ganzen tausenden Bäume und Früchte, die toll aussehen. Ich will die eine, die ich nicht darf. Es ist niemals genug. Und diese Staaten, und das ist ja heute ganz offensichtlich, das wird ja überhaupt nicht verdeckt, die Hauptaufgabe eines Staates, woran eine Nation gemessen ist, ist ihre Wirtschaftsleistung. Immer was man misst, das ist wichtig.
Und jede Nation hat jetzt das Ziel, auf jeden Fall auf das Niveau eines ja, westlichen Wohlstandes kommen. Und damit das passiert, muss natürlich der Westen an Wohlstand abnehmen. Also es dreht und wendet sich und es steht im Fokus der Mama, die Wirtschaft. Und die Bündnisse, die damals im Glauben geschehen sind, wo sich verschiedene Nationen verbunden haben unter einem christlichen Glauben, heute verbinden sie sich unter einer Wirtschaftsunion. Was ist aber damit passiert? Also letztes Video haben wir festgestellt, die Wirtschaft braucht die Sünde. Deswegen hat man die 7 Todsünden abgeschafft. Der Sünder ist ja sowieso ein Sünder und Hauptsache, es ist ihm vergeben. Letztendlich brauchen wir die Kirche gar nicht mehr, weil wir sind ja uns jetzt ja allen vergeben. Und naja, ob ich da jetzt noch sage, brauchen wir diesen Jesus, also brauche ich ihn noch, weil am Ende wird doch Gott auch noch gütig sein, selbst wenn es ihn vielleicht, wenn ich noch nicht mal an ihn glaube. Was dadurch dann passiert ist, ist, die Wirtschaft hat mehr und mehr die Kontrolle über die Politik übernehmen können. Jetzt gab es ja keine Kirche mehr, die sie in die Schranken gewiesen hat. Es gab keine Kirche mehr, der sich die Wirtschaft unterordnen sollte. Und so, wie es dann heute so ist, ist auch so, die Politiker buhlen um die Stimmen, damit sie dann die reichen Führer im Hintergrund, wie es in Offenbarung 18 heißt, die Händler sind eure Fürsten geworden, dass sie die befriedigen. Und um das natürlich zu können, musste man unbedingt die Kirche nicht nur entmachten, sondern Stück um Stück den Glauben dekonstruieren. Das, was wir heute eigentlich im Exzess erleben, die Dekonstruktion der jungen Generation, die dann am Ende das alles nur beliebig, also der christliche Glaube löst sich in Beliebigkeit auf. Jetzt hat sich also diese Wirtschaft so richtig breit gemacht. Die Kirche wurde an den Rand gedrängt und jetzt passiert etwas Interessantes. Also wir hatten letztes Mal ja auch, dass ganz viele Kriege entstanden sind. Also exponentiell sind die Tode durch Kriege in die Höhe gegangen. Auch im Gegensatz dazu, wie man das bisher gelernt hat. Also ich habe das auch noch in der Schule gelernt, die böse Kirche mit den großen Kreuzzügen. Und wir haben ja festgestellt, die Kreuzzüge waren in erster Linie eine Befreiungsaktion von Jerusalem und nicht irgendwelche Zwangsmissionierung, die es bestimmt auf jeden Fall hier und dort gab, aber die nicht die Kreuzzüge an sich symbolisierten. Der Kapitalismus ist ein lebendiges Wesen. Das sagt nicht nur Jesus. Jesus sagt, du kannst nur Mammon oder Gott dienen. Du kannst nicht beiden dienen. Du wirst den einen am letzten Endes hassen. Und gleichzeitig sagt er natürlich, wer irgendwas mehr wert ist als ich, der ist meiner nicht wert, weil es gar nicht funktioniert. Und das sagt aber nicht nur Jesus, sondern es gab ja dann, weil die Wirtschaft jetzt endlich richtig reich werden konnte, endlich ist ja die Kirche weg, die sich dieser Wollust und dieser Habgier ja entsagt hatte. Eine der großen Tugenden ist Mäßigung. Das wurde in den Klöstern hoch und runter das ABC geleiert. Und der Mönch und die Nonne, die Klöster haben sich ja überall in Europa verbreitet und waren maßgeblich für die meisten Sachen in der Gesellschaft zuständig, wie Krankenhäuser und Schulen und Armendienste. Und sogar hatten die ja Bauern auch unter sich, die sie betreut haben, die das Land bestellt haben. Die hatten die Wissenschaft unter sich. Also man kann sagen, eigentlich 100% der Gesellschaft war in den Händen der Kirche, war von der Kirche und den Klöstern beeinflusst. Und die hatten ja, das muss man sagen, das ist jetzt nicht eine Floskel gewesen, die haben das ja getan, sie hatten ein Leben ohne Besitz. Das heißt, wenn die gewirtschaftet haben, ging der Gewinn 100% in die Gesellschaft wieder zurück, weil die Mönche an sich durften nicht reich werden. Die hatten 2 Gewänder an und das haben die unterschrieben. Keine Familie, absoluter Gehorsam und kein eigener Besitz. Deswegen war ja
unbedingt notwendig, und jetzt kommt es, dass man diese Wirtschaft frei entfesselt. Man hat das auch früher, die Reformation ist ja ein modernes Wort, genauso wie Säkularisierung und Humanismus, hat man die Reformation Entfesselung genannt. Man musste die Gesellschaft entfesseln vom Glauben, damit sie ja endlich diese Wirtschaft zum Atmen bringt. So, und was dann mit den Klöstern geschehen musste, weil die hatten ja immer noch diese ganzen Bereiche der Gesellschaft, auch nach der Reformation. Die hatten teilweise ein Kloster 700 Hektar Land, wo sie Bauern beschäftigt haben, die davon gelebt haben. Und nochmal, den Gewinn haben sie nicht in ihre eigene Tasche gestellt, sondern sie haben sie immer verteilt. Dann haben sie Armenhäuser gehabt und diese Krankenhäuser, die Schulen, die Universitäten. Und die Wissenschaft war in erster Linie ja, die Frucht der Mönche und Klöster. Bis zu der Zersplitterung. Aber vieles haben sie dann noch behalten. Und jetzt möchte ich mal lesen, was so die ersten großen Denker und Wissenschaftler des Kapitalismus gesagt haben. Weil dann ist ja dieser Kapitalismus entstanden. Auch das ist ein neues Wort, was sehr modern ist. Und im Gegensatz zur Kirche, die zum Beispiel von einer Usura gesprochen hat, ja, das ist das Erheben von Zinsen als Wucher. Also die haben Zinsen, nicht Zinsen genannt, das ist ja alles dieses positives Framing von heute, sondern Usura, hat dann ein Adam Smith, das war einer der ersten und ganz bekannten Wissenschaftler, der hat ein Buch geschrieben, Der Wohlstand der Nation. Und da bin ich auf eine sehr interessante Sache gestoßen. Also der hat den Kapitalismus also so ganz hoch geschätzt, ja, man hat gesagt, endlich ist man ja frei von der Kirche, man hat diese Freiheit und jetzt soll der Kapitalismus entfesselt werden. Und jetzt ist es sehr interessant, weil er sagte, also Grundlagen der Marktwirtschaft ist ja, dass die Konkurrenz belebt das Geschäft, es gibt keine oder so gut wie keine Eingrenzung und dann kann die Wirtschaft wachsen, hinaus über Ländergrenzen, das war auch ganz eine Vision, weil dann der Wohlstand des Volkes wächst. Und das war das absolute Ziel. Wenn der Wohlstand wächst, dann ist alles gut. Dann ist der Mensch glücklich. Wir wissen heute natürlich, dass das totaler Nonsens ist. Sogar eine Lüge, weil je mehr Wohlstand eigentlich, merken wir, gehen die Familien eigentlich mehr und mehr kaputt. Da gibt es auch wirklich Bücher und Videos drüber. Aber ein Punkt aus diesem Buch will ich euch mal kurz vorlesen. Er spricht von einer unsichtbaren Hand des Marktes. Ein zentraler Gedanke in Smiths Werk ist das Konzept der unsichtbaren Hand. Damit beschreibt er, wie die individuellen, und jetzt kommt es, eigennützigen Handlungen in dem Menschen in einer freien Marktwirtschaft unbeabsichtigt zum allgemeinen Wohlfahrt beitragen. Jeder Einzelne verfolgt sein eigenes Interesse. Und wir halten immer fest, das ist genau das, was die Kirche ja als Sünde gesehen hat. Egoismus, Selbstzentriertheit, Neid und Habgier waren die Eigenschaften und die alte menschliche Natur, die man ans Kreuz bringen sollte. Man sollte sich bemühen um die Heiligung. Ja, aber jetzt war ja die Kirche nicht mehr, war ja endlich mal endlich da am Rand. Und jetzt konnte man das als positiv darstellen. Und er sagt, wenn das freigelassen wird und jeder frei ist zu haben und zu tun und zu lassen, was er will, dann wird es diesen Markt bestimmen und dann gibt es eine unsichtbare Hand. Und er behauptet, das ist aber eine Behauptung, er sagt eine Theorie, er denkt, ja, wenn jetzt jeder so probiert, wenn jetzt zum Beispiel der Hans, der will jetzt nicht mehr reiten, sondern der findet das Auto ganz toll, jetzt kann man ganz viele Autos verkaufen und Pferde und Kutschen sind dann ad acta gelegt und jetzt wird diese Sehnsucht der Menschen, weil man sich ja gegenseitig ansteckt, da wird die Gesellschaft in eine Richtung, und zwar in diesen bekannten Fortschritt gelenkt. Das ist diese unsichtbare Hand. Also mehr, weiter, höher, besser, das ist die Hand, die plötzlich den Zeitgeist in die Richtung
lenkt. Was ich jetzt interessant finde, unsichtbare Hand, das kann man ja schon sagen. Also er spricht ja von einem Geist auch, der Menschheit, die den Menschen lenkt. Und mit einer unsichtbaren Hand, da könnte man ja schon sagen, ja, das ist ein Teil eines Gottes. Ein unsichtbarer Körper wäre ein Gott oder ein Engel. Und wenn er die ganze Menschheit lenkt, ja, dann vielleicht weniger ein Engel, dann ist es sogar schon eben ein Gott. Jetzt finde ich aber interessant, dass das weitergeführt worden ist. Und zwar, indem jeder Einzelne nur sein eigenes Wohl im Auge hat, wird er wie in vielen anderen Fällen auch hier von einer unsichtbaren Hand geleitet, ein Ziel zu fördern, das nicht in seiner Absicht lag. Indem er seine eigene Sicherheit im Auge hat, arbeitet er unvermeidlich darin, die Sicherheit der Gesellschaft zu fördern, und zwar wirksamer, als wenn er es absichtlich zum Ziel hätte. Ich habe noch nie viel Gutes von denen kommen sehen, die Vorgaben für das öffentliche Wohl zu handeln. Und da hat er natürlich erstmal vielleicht mehr oder weniger beabsichtigt zu sagen, ja, die Kirche, die wollte über das Wohl, und da sind jetzt so viele Sünden passiert. Deswegen ist es doch besser, die Selbstsucht der Menschen lenken zu lassen, und die wird dann eine Gesellschaft besser machen. Was, jetzt kürze ich das Ganze mal ab. Was dann im Fiat-Geld, also damals die Wirtschaft, die war ja so, dass man Geld gedruckt hat, aber es musste eine Rücklage hatten, die war normalerweise im Gold. Aber das Fiat-Geld, da wurde, weil die Wirtschaft so groß wurde und das mit dem Gold nicht mehr geklappt hat, ja, und es oft dann mehr Geld gab als Gold und dann die Inflation groß war und dann die Wirtschaft zusammengebrochen ist, hat man das entkoppelt. Und jetzt hört mal, wie dieses Fiat-Geld genannt wird. Also die Wirtschaft vorher hatte eine unsichtbare Hand. Jetzt hört zu. Fiat-Geld ermöglicht es einer Wirtschaft zu atmen. Es kann die Geldmenge nach Bedarf ausweiten und verringern und so auf die Nachfrage nach Liquidität reagieren, ohne durch eine endliche Ressource wie Gold begrenzt zu sein. Also jetzt merken wir, hier geht, und da kommt dieses Ungetüm, was in meinem Bild, zeig's nochmal hier groß, ja, und lang, dieses Ungetüm, es wird mehr und mehr zu einem atmenden, lebendigen Mammon. Zu einem Drachen, könnte man sagen. Und da sind wir natürlich bei Satan, der Jesus versucht hat, weil er wusste ganz genau, mir gehören die Reichtümer der Welt. Und wenn du mich anbetest, wenn du auf die Knie fällst, dann will ich dir das alles geben. Da steckt diese Wahrheit drin. Jetzt gab es aber ein Problem. Also wir werden übrigens sehen, nur mal so nebenbei, das digitale Zentralbankgeld wird noch mal mehr. Es wird nicht nur ein atmendes Mammon sein, nicht nur eine Handmammon, sondern es wird ganz offiziell die Regierung übernehmen. Das wird kommen, ihr Lieben. Es kommt jetzt bald, Weltregierung wird Thema sein. Das ist nicht prophetisch, weil ich prophetisch bin, sondern weil es in der Bibel steht. Es wird in Kürze wird über Weltregierung gesprochen werden. Die braucht ein digitales Zentralbankgeld, damit dieser Mammon eben nicht nur atmet und eine Hand hat, sondern die ganze Welt lenken kann. Damals aber, jetzt gehen wir nochmal ein bisschen zurück in dieses 16., 17. und 18. Jahrhundert. Es waren drei ganz entscheidende Jahrhunderte, die dem Antichristen so richtig den Weg bereitet hat. Und Antichrist, damit meine ich den gottlosen Geist, der sich mittlerweile über die ganze Welt versucht auszubreiten. Ja, man könnte sagen, das ist die Säkularisierung, der Humanismus, die Aufklärung. Wenn man die Regenbogenfahnen sieht, sieht man die Symbole von dieser ganz neuen Religion und diesem Weltgeist, der den Glauben an Gott zerstört. Und zwar am Ende wird er es ganz zerstören wollen. Und in diesem 16., 17., 18., 19. Jahrhundert musste man eine Sache, und da komme ich zum Höhepunkt, wo, ja, ich sag mal so, mein Geist wirklich erschüttert ist, was da passiert ist. Also ich würde mal sagen, da verblasst das Umbringen im Dritten Reich von den ganzen Juden. Oder auch das Abmetzeln, kann man ja schon sagen, von den Indianern. Das waren definitiv Geschichten. Ja, sie stimmen ja.
Aber das verblasst neben der Katastrophe, dem Groll, was da passiert ist in dieser Zeit mit einer Gruppe von Menschen, die heute nicht mehr erwähnt wird. Das will natürlich niemand wissen, das soll auch niemand wissen. Diese Wahrheit soll bloß nicht an das Volk weitergegeben werden. Man hatte nämlich ein Problem. Also die Kirche war jetzt am Rand, aber de facto, wie ich eben schon sagte, waren überall in ganz Europa, Italien, Spanien, sogar Mexiko, schon in diesen Ländern gab es Klöster, die dem Volk dienten. Es gab wie immer natürlich Ausnahmen, wo es schlimme Klöster gab, wo es schlimme Zustände gab, aber im Großen und Ganzen, wenn man die Originaltexte liest, waren das also Klöster, die eben aufgrund ihrer Regeln und Haltungen immer das Wohl des Volkes, was sie auch mit Seelsorge in den Glauben hineinführten, das war an oberster Stelle. Und diese ganzen Reichtümer an Krankenhäusern und so weiter musste man natürlich enteignen, weil da war ja so viel an Material, an Ressourcen, das wollte der Mammon für sich. Aber wie macht man sowas? Ich meine, die Klöster, wie ich schon sagte, waren ja ganz uneigennützig. Die Mönche sind ja nicht reicher geworden, weil sie sich das auferlegt hatten, nicht reicher zu werden. Da musste man etwas Schlaues anstellen. Und der Drache stellte etwas Schlaues an. Und zwar, wodurch sind denn diese Mönche oder diese Klöster reich geworden? Sie können ja keine Wirtschaft und keine Steuern erheben, also sie sind jetzt nicht durch wirtschaftliche oder Wucherei reich geworden, sondern es gab zwei Hauptgründe, warum die Klöster so reich waren. Der erste Grund war, weil ihnen viel geschenkt wurde. Und da gab es viele Urkunden, wie diese pippinische Schenkung, viele kleine Schenkungen, wo Fürsten, weil sie ergriffen waren, weil sie gemerkt haben, ja, wenn man viel Geld hat und man merkt, man stirbt, man kann das Geld nicht mitgeben, ja, wem kann ich das geben? In der Hände der Kirche ist das gut aufgehoben. Warum? Deswegen spendet man an allgemeinnützige Vereine und nicht an ein Wirtschaftsunternehmen, weil man weiß, ein Wirtschaftsunternehmen lebt davon, dass einzelne Menschen reich werden. Und allgemeinnützige Vereine haben sich zur Regel gesetzt, dass sie keine Gewinne machen, sondern dass sie mit dem, was sie tun, der Gesellschaft dienen. Und deswegen hat man den Klöstern und der Kirche so viel geschenkt. Eine der größten Schenkungen war die konstantinische Schenkung. So, das war der erste Grund. Der zweite Grund war aber, dass die Mönche, weil sie so viel Zeit hatten, sie hatten ja keine Familie, einfach sehr fleißig waren. Sie hatten die 7 Tugenden, also 4 Haupttugenden, und dadurch waren sie natürlich nicht nur schlau, weil sie viel Zeit hatten zum Studieren, sondern waren fleißig und haben ganz viel erbracht, ganz viel Wirtschaftskraft erbracht. So ist, kann man einfach, sie waren fleißiger wie jeder Mitarbeiter, der eigentlich nur für Geld arbeitet, und wenn er dann genug Geld hat, dann setzt er sich zur Ruhe und kauft sich eine große Villa und hat passives Einkommen. So, die Mönche waren immer fleißig. Das waren die zwei Hauptgründe, und sie waren redlich natürlich, mit Ausnahmen, ja. Das waren die zwei Hauptgründe, warum die Klöster und die Kirchen in diesen 1000 Jahren unglaublich reich geworden sind. Reich in dem Sinne, sie hatten sehr viel an Ressourcen. Jetzt muss man die beiden Sachen knacken. Und das hat man getan. Die erste Sache, was man gemacht hat, da gab es einen Lorenzo Valla, den hatte ich auch schon mal erwähnt. Der hat sich mit mehreren anderen Juristen dran gemacht, die ganzen Schenkungsurkunden außer Kraft zu setzen. Sehr interessant. Und das, was er geschafft hatte, ist tatsächlich die konstantinische Schenkung, die das ganze weströmische Reich der Kirche geschenkt hatte und Jesus Christus geschenkt hatte, als Fälschung und ungültig tatsächlich durchzusetzen. Das war so ein Beispiel, weil das ist ein großes Beispiel, du liest das auch überall, die konstantinische Schenkung ist definitiv eine Fälschung.
So hat man das bei anderen dann auch gemacht und das war natürlich ein Drama. Warum war das ein Drama? Weil die Kirche, ja, die ganzen Mönche jetzt nicht diejenigen waren, die jetzt auf ihren Besitz beharrt haben. Sie wollten ja Gott dienen. Und da, wie auch heute ja in manchen Kirchen, konnte man sagen, die Wirtschaft oder die Juristen haben die dann einfach ein bisschen überrumpelt. Aber das Zweite, was man natürlich machen musste, weil da gab es ja eine riesige Bevölkerungsgruppe, die den Mönchen unglaublich dankbar war. Auch der Kirche. Weil die Kirche war eng verwoben mit dem Glauben an Gott. Man brauchte die Kirche, die 7 Sakramente, um im Glauben zu leben. Erst Luther hat das ja fern abgekoppelt und gesagt, ach, du kannst auch ganz ohne Kirche. Kirche brauchst du nicht unbedingt. Kirche ist gut, aber für deinen Glauben brauchst du das nicht. Die Menschen waren eng verwoben. Ihr Seelenheil, ihre Beziehung, mehr oder weniger, zu Gott war verwoben mit den Klöstern. Aber nicht nur das, sondern auch ihr Einkommen, ihre Bildung, die Krankenhäuser, die, wie ich schon eben so sagte, auch die Armenhäuser. Jetzt musste man natürlich der Bevölkerung erklären, dass die Klöster und die Kirche blöd ist. Und heute ist das ja ein gängiges Geschäft für die Politiker, dass sie den anderen blöd machen. Ne? Wie Edeka jetzt sagt, oh, bei uns gibt es kein Blau. Blau ist rechtsradikal. Also man muss den anderen schlecht machen, damit man selbst gewinnt. So. Was haben die gemacht? Sie haben natürlich jetzt angefangen, im Dreck der Kirche zu wühlen. Und das ist das, was wir in den letzten Jahren ja ganz viel, das haben wir die Ausläufer mitgekriegt, jetzt ist das gar nicht mehr notwendig, weil die Kirche im freien Fall ist, wirklich ja kaputt zu gehen, kann man nicht anders so sagen. So hat man also ganz viel, oh, hier der hat Kindesmissbrauch gemacht und hier ist eine unmoralische Sache. Also man hat Leute ausgesandt, die überall die blöden und schlimmen Taten von bestimmten Mönchen und Päpsten und Priestern aufgedeckt haben. So hat das Volk natürlich Misstrauen bekommen. Richtig, so passiert das. Was sie aber als Drittes gemacht haben, weil das war schon eine mühsame Sache. Jetzt da, viele Klöster waren halt redlich und viele Mönche, Nonnen waren redlich. So, das war also eine schwierige Sache. Was man dann aber als Drittes dann gemacht hat, ist durch den Krieg, und das war Napoleon, da geht es nächstes Mal drum, ja, der sich als erster Kaiser dann selber die Krone aufgesetzt hat, demonstrativ, ich brauche keine Kirche, ja. Und durch diese ganzen Kriege war die Gesellschaft so zermürbt, dass man dann sagen konnte, Leute, wir haben eine Lösung. Also alle sind gebeutelt, die Klöster mussten viel abgeben und natürlich auch von dem abgeben, was die Bauern eingebracht hatten. Ja, die Gesellschaft war, kann man sagen, verarmt. Und dann haben die gesagt, Leute, was wir jetzt machen ist, die Kirche hier, die brauchen wir sowieso nicht mehr. Ja, die hat ja auch mit der Politik nichts mehr zu tun. Wir sind ja jetzt die Regierung. Und dann haben sie wirklich angefangen zu sagen, wir müssen die ganzen Güter der Kirche, müssen die Klöster enteignen. Und dann verteilen wir das um. Und natürlich wurden zuallererst die Kurfürsten dann beschenkt mit diesen Sachen, beschenkt. Mit geklauten Ländereien wurden die Kurfürsten, die dann unter den Kriegen sehr gelitten haben, beschenkt. Und deswegen waren sie dafür, oh, super, ich kriege hier Land geschenkt, klasse und Krankenhäuser und so weiter. Das war natürlich eine Riesenkatastrophe und was ich wirklich interessant fand, also man kann sich, 1803 war die größte, also es ging über 300 Jahre, also 300 Jahre brauchte man, aber 1803 war wie so ein letzter Kahlschlag, wo teilweise in Regionen flächendeckend alle Klöster enteignet wurde. Das heißt, ihnen wurde alles weggenommen. Die Mönche und Nonnen wurden aus den Klöstern vertrieben. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Manche haben noch irgendwie Geld bekommen, aber die meisten waren arm und mittellos und mussten jetzt irgendwo ihren Platz finden. Ihr Lieben, das ist nicht übertrieben, das ist vielleicht noch untertrieben. Das ist Wahrheit. 1803 durch einen Beschluss
ist eines der schlimmsten Massaker der ganzen Menschheitsgeschichte passiert. Hier wurden Menschen, die ihr ganzes Leben fleißig in Liebe zu Gott ihrem Nächsten gegeben haben, über Jahrtausende, über Jahrhunderte auf jeden Fall, wurden vertrieben und teilweise in den absoluten Armut und in dem Hunger preisgegeben, weil sie nichts hatten, weil sie genau eben vorher nichts angesammelt haben. Das, ihr Lieben, ist eine so große Schande und ein so großes Gräuel, was durch die, das heißt übrigens Säkularisierung. Säkularisierung heißt nicht, oh, in erster Linie Kirche und Staat sind getrennt. Ihr könnt es selber mal googeln. Und symbolisiert, wir haben jetzt eine neue Welt. Jetzt bricht die neue Weltordnung an. Wir haben Gott vom Thron gestoßen, aus der Gesellschaft, aus der Regierung heraus. Und jetzt werden wir die Kirche und die Klöster enteignen, damit wir endlich das tun können, was wir schon immer tun wollten, selber Gott zu sein. Und man hat so ein Gräuel getan. Und ihr Lieben, dieser Geist und diese Regierung und diese Menschen, ihr werdet alle bitterst dafür bezahlen. Viele haben schon bitter bezahlt. Sie werden krank, sie werden aufgerieben durch ihren Reichtum. Sieht man an den Stars, welche Ehe ist da noch gesund? Sie sind alle reihenweise machen die irgendwelche, sind in Kliniken, Entzugskliniken, weil dieser Geist nämlich kaputt macht. Aber das Gericht, das wird noch kommen. Weil das ist so ein Gräuel und Gott wird sie richten dafür. Dieser Geist, dieses Babylon wird gerichtet. Und nochmal, immer wieder rufe ich auf, ihr Heiligen und Volk Gottes, raus aus diesem Babylon. Wir sind alle Teil eines Systems, was so brutal, so gräulich, abartig, egoistisch und habgierig ist, dass es bis in den Himmel und drüber hinaus stinkt. Was wirklich krass ist, also muss ich wirklich so vorstellen, das ging dann über sehr kurze Zeit, dass die in die Klöster reingedrungen sind, die haben vorher einen Brief gekriegt, noch so ein bisschen Briefe, so ja, manche Klöster noch so, ja, ihr werdet vielleicht verschont bleiben oder ein paar dürfen drin bleiben, so wie man das heute ja so schön macht, weißt du, so, ja, es wird nicht ganz so schlimm sein, wenn wir dich enteignen, du kriegst ja dann auch ein Zimmer ganz umsonst, so ungefähr nach dem Motto, ja. Aber das war wirklich so, dass die so rein sind, sie haben die ganzen Bibliotheken geplündert, haben Teile irgendwo teilweise in den Vatikan, aber größtenteils in den Staat eingeführt. Das ist alles geklaut, ihr Lieben. Wir leben auf einem geklauten, brutalen Erbe, wovon wir eigentlich alle leben. Und dann wurden eigentlich alle Schriften vernichtet, die man nicht mehr wollte. Es wurden die Schriften, die man wollte, rausgepickt. Die anderen entweder, ich möchte unbedingt mal eine Doku machen und da in Archive gehen, an die niemand mehr dran will. Wir haben könnt ihr es vorstellen, wir haben alles probiert. Wir haben keinen einzigen Augenzeugenbericht im Originaltext gefunden. Aber obwohl man weiß, dass viele Mönche und Kloster und Nonnen, weil sie sehr gebildet waren, darüber geschrieben haben, über dieses Drama. Aber es ist alles entweder unter Verschluss oder vernichtet worden. Man wollte ja nicht, dass die Nachwelt von diesem Gräuel erfährt. Man wollte schön einen Deckmantel drüberlegen und sagen, naja, jetzt sind wir hier die großen Retter und nochmal das Bild einblenden. Ich habe euch ja alle in der Hand, ja, und die Regierung hat das Zipfelchen von der Kirche so zum Fall und wird loslassen, damit die Kirche kaputt gehen kann. Also, dass das so schlimm war, es hat wirklich mein Herz zerrissen. Ich hatte das wirklich so vor Augen. Ich wünschte, man könnte da eine Serie von machen, von diesen Mönchen und Nonnen, die ihr Leben geopfert haben für ihre Nächsten. Und die so brutalst, abscheulich behandelt worden sind. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Es gibt eine Geschichte, mit der will ich enden. Und zwar gibt es ein riesengroßes Kloster in Frankreich, in Burgund, das heißt Cluny, das könnt ihr nachlesen. Und Napoleon, der das Ganze ja so ein bisschen als Galionsfigur für eine ganze Zeit lang vorangetrieben hat, hat
gesagt, dieses Kloster, weil das so einflussreich war und für eine so starke Erweckung, auch der Reform auch in der katholischen Kirche gesorgt hat, dass er sagte, von diesem Kloster darf kein Stein mehr übrig sein, damit keiner sich in der Zukunft daran erinnern kann. Kann man sich das vorstellen? Also es gibt heute noch Ruinen, also es ist, man hat da so einen Steinbruch, aus vielen einen Steinbruch gemacht. Man wollte das einfach, dass es in die Vergessenheit gerät. Eine Wahrheit, von der sie nicht wollten, dass du sie jetzt entdeckst. Da hat man Steinbrüche gemacht, viele Klöster hat man wirklich kaputt gemacht und die meisten Klöster in Militär zum Beispiel verwandelt. Und ich habe hier zum Beispiel einen Bericht, den will ich euch mal zeigen, das will ich zum Schluss vorlesen. Also mit Cluny ist das auch geschehen, da konnte ich jetzt nicht diesen Bericht sehen, aber hier. Also der Umbruch beginnt, die Säkularisierung. In der Säkularisation von 1803 wurden alle Klöster aufgehoben und enteignet. Die Mönche und Nonnen mussten gehen, kostbare Ausstattung und Bibliotheken wurden verkauft, die Gebäude neuen Nutzung zugeführt. Auch den Schüssenried hatten die Säkularisation diese Auswirkung. Also es ist ein Kloster. Jetzt passt auf, da macht jetzt unsere Augen auf, damit bin ich hier am Ende. Was aus diesem Kloster wird? Ein Kloster als Entschädigung. Die deutschen Verbündeten von Napoleon Bonaparte verloren ihren Besitz auf linksrheinischem Gebiet. Weil er sie doch als Verbündete in seinem Russlandsfeldzug brauchte, versprach er ihnen als Ersatz den Besitz der Klöster. Die oberschwäbischen Reichsklöster wie Schussenried oder Ochsenhausen waren als Entschädigung für die Reichsgrafen vorgesehen. Die neuen Besitzer kommen. Der letzte Abt Siard Berchtold wurde 1802 zur Abdankung gezwungen. Also es wurde flächendeckend gemacht. Ja. In einigen Regionen gab es wirklich kein Kloster, kein Abt mehr, der übrig blieb. Die neuen Besitzer waren die Reichsgrafen von Sternberg-Manderscheid. Die Erbtochter der Familie, Gräfin Augusta von Manderscheid, übernahm das Kloster und machte aus ihm ein Schloss. Ich hoffe, ich bin von keinem dieser ein Nachfahre. Ich schäme mich für diese Menschen. Ich schäme mich. Was für eine Schande, oder? Weiter geht's, jetzt passt auf. Von den 30 Priestermönchen blieben 18 vor Ort, um im Auftrag der Gräfin weiterhin die Pfarreien zu betreuen. Natürlich alles so, ja, die Predigten so, wie man das haben will. Und bloß nicht etwas predigen, was man nicht haben will. Weil der Staat guckt ja jetzt, was gepredigt wird. Spricht der Mammon. 1806 kam Schussenried unter württembergische Herrschaft, Teile des Kirchenschatzes und die Klosterbibliothek wurden verkauft. Industrie auf dem Klosterareal. Jetzt kommt es. Die Bevölkerung verlor ihren Arbeitgeber und verarmte. Das habe ich eben erklärt. Die Situation verbesserte sich, als der Staat 1840 auf dem Klosterareal ein Eisenschmelzwerk mit Hochofen errichtete, die Wilhelmshütte. Hierfür riss man einen großen Teil der ehemaligen Klosteranlage ab, bis zur Einstellung des Gießereibetriebs 1998 prägte die Wilhelmshütte das südliche Klostergebäude. Initiatoren dieser neuen Strukturpolitik im einstmals bäuerlichen Oberschwaben war König Wilhelm I., der dem Hüttenwerk auch seinen Namen gibt. Jetzt guck mal, Leute, merkt ihr das? Vorher, man sagt immer, die armen Bauern damals, die haben immer so hart gearbeitet und die hatten keine Krankenversorgung. Ja, jetzt hat man den Bauern die Sachen weggenommen und gesagt, naja, jetzt habt ihr ja keine Arbeit mehr. Jetzt kommt ihr in ein Eisenschmelzwerk. Wisst ihr, was da passiert ist? Da ging es ihnen noch viel, viel schlechter als Bauern. Also heute sehe ich hier die Bauern, die hier vor den mit Tieren und so, wie Gott das eigentlich am Anfang wollte. Das ist ein wesentlich heileres Leben als Menschen, die wie Sklaven in so einer Industrie schuften, damit sie einen Mammon groß machen, der letztendlich seine Kinder auffressen wird. Also Stadt, Bauern, Industrie. Wundervolle Erneuerung, ja? Jetzt kommt's, aber dabei bleibt's nicht, ja? Also statt Bauern kommt dann die Industrie und alle werden zu Sklaven. Zentrum für Psychiatrie und Kunst.
Lange standen die verbliebenen Klostergebäude leer, bis der Staat 1875 die königliche Heil- und Pflegeanstalt einrichtete. Zahlreiche Neubauten für die Anstalt bestimmten bis heute das Umfeld des ehemaligen Klosters. 1997 räumte das psychiatrische Landeskrankenhaus den Konventbau, die Nachfolgerin, das Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, ist in verschiedenen Gebäuden auf dem Klostergelände untergebracht. Der barocke Konventbau dient heute als vielseitiges Kunst- und Kulturzentrum. Also merkt ihr die Verwendung? Bauern, jetzt sag ich mal, heile schöne Bauernfamilien. Streichen wir mal diese ganzen Lügengeschichten weg. Natürlich gab es immer Ausnahmen. Aber dann Industrie, schweißgebadete Männer, die hart für ihre Familie arbeiten mussten, aber letztendlich nichts mehr Eigenes besitzen. Und was ist am Ende? Psychiatrie. Lauter kranke Menschen. Weil sie ein ganz gottabnormales Leben führen. Ein Leben, was sich Gott niemals gedacht hat. Interessant, oder? Also die Konsequenz ist Psychiatrie. Es sind kranke Menschen. Also wer da nicht sehen kann, was hier passiert ist, ich glaube, dem ist wirklich auch gar nichts zu helfen. Die Bibel sagt, dass diese Zeiten kommen werden. Die Bibel sagt, dass der Drache dieses Biest aus dem Meer hervorbringt, den falschen Propheten. Und dass eines Tages die Menschheit diesen Chip bekommt oder dieses Zeichen. Aber die Bibel sagt noch etwas und das ist viel wichtiger. Erstens, dass Gott sein Volk rausruft und dass er mit diesem Volk eine neue Nation bildet. Nationen, die ihre Knie beugen. Zweitens, dass dieses Biest in sich so uneins ist und so böse, dass es letztendlich sich selbst auffrisst und am Ende zusammenbricht. Und wenn es zusammenbricht, dann wird das Volk Gottes siegen, ihr Lieben. Es werden Jesus-Nationen entstehen. Es wird eine echte Renaissance geben. Nicht Renaissance im Sinne von Wiedergeburt der alten Götter, sondern eine Renaissance, wo das Christentum wieder in die Nation hineingeht und eine ganze Nation transformiert. Lasst uns nicht nur dafür beten, ihr Lieben. Lasst uns danach handeln. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Video. Eure Inga.